Liebe Köpenickerinnen, liebe Köpenicker, ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema sprechen, was mir sehr wichtig ist, mit dem ich mich seit 2 Wochen beschäftige. Die Zeiten sind hart, es wird uns viel abverlangt und natürlich finde ich es gut, dass der Dahlkönig Krankenhäuser in der Innenstadt oder auch in Marzahn-Hellersdorf bedient. Was ich nicht gut finde, ist, dass das Krankenhaus Köpenick nicht bedient wird, ebenso wenig wie die Hedwigshöhe. Das sind 2 wichtige Krankenhäuser bei uns im Bezirk. Hier wird wichtige Arbeit geleistet. Und ich finde, Solidarität in diesen schweren Zeiten muss stadtübergreifend sein. Es muss für alle Pflegekräfte die Möglichkeit geben, kostenlos zu ihren Arbeitsstätten zu kommen, um dort die kranken Menschen zu versorgen. Gerade bei uns in Köpenick sind wieder die S-Bahn-Züge ausgedünnt worden. Es sind die Buslinien ausgedünnt worden. Und unsere Pflegekräfte brauchen zum Teil 2 Stunden, um zu ihrer Arbeit zu kommen. Ich fordere hier also ausdrücklich, dass die BVG und der Dahlkönig sich endlich stark machen und endlich auch das Krankenhaus Köpenick bedienen und damit gleiche Solidarität und gleichen Respekt und gleiche Wertschätzung allen Pflegekräften in den Krankenhäusern Berlins zukommen lassen. Vielen Dank.